Hi, ich bin's. Nicht wundern, dass die Qualität ein bisschen suboptimal ist und das Bild ein bisschen wackelt. Ich probiere heute mal aus, mit ja, der Selfie-Kamera von meinem Handy zu filmen. Mal gucken, wie das klappt, wie das aussieht. Ich wollte nämlich ein kurzes Video machen, weil für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen es schon, ich habe mich leider verletzt. Beim Training, also beim Balletttraining, das ist vor einer Woche passiert. Ja, und ihr wisst ja vielleicht, ich habe in noch nicht mal einer Woche, in einer halben Woche, am Sonntag, Aufführung. Yay! Und ich sollte eigentlich bei vier Tänzen mittanzen, zwei davon auf Spitze, und ja, ich habe mir den Fuß verstaucht und kann momentan gerade so schmerzfrei auf die Toilette gehen. Also auf der Toilette hinlaufen. Das ist ja die Wegstrecke, die ich momentan hinkriege, ohne dass mein Fuß anfängt weh zu tun. Also Pirouetten und Spitze sind da gar nicht drin. Zumindest momentan nicht. Und ja, ich habe eigentlich gehofft, nochmal vor der Aufführung ein Video zu machen, wie ich nochmal ein paar Schritte übe. Werde ich jetzt leider nicht machen. Aber immerhin, ich bin ganz froh. Alle schwierigen Schritte und so weiter von den Choreos habe ich schon geübt. Ich kann die Choreos auswendig. Werde nicht alle Tänze mittanzen bei der Premiere. Aber ich kann die Choreos auswendig. Naja, aber die ich mittanze, so gut ich es dann halt eben kann, am Sonntag, die kann ich auf jeden Fall gut. Ja. Ich hoffe einfach, wir haben ja zwei Aufführungen, also am Sonntag übernächste Woche. Ne, nächste Woche, also am 8.12. Ja, für diejenigen, die das Video jetzt 2 Wochen oder später sehen, die finden es jetzt ganz komisch, was ich sage. Aber am 8.12. in anderthalb Wochen habe ich die zweite Aufführung, und ich hoffe, weil der Fuß eigentlich ganz gut verheilt, dass ich bis dahin mehr mittanzen kann. Vielleicht kann ich ja da sogar ein bisschen Spitze mittanzen. Ich ärgere mich einfach. Also ich meine, natürlich bin ich irgendwo, habe ich Glück im Unglück, weil ich bin zwar gestürzt, aber ich habe nur verstaucht, also den Fuß auch ein bisschen verdreht, aber nicht irgendwas gerissen oder keine Ahnung. Ist auch nicht direkt am Gelenk, deswegen habe ich nochmal Glück gehabt. Aber es ist natürlich, ich weiß auch nicht, ich bin richtig. Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ein bisschen niedergeschlagen, enttäuscht. Auch ein bisschen sauer irgendwo, aber auf niemanden wirklich, weil keiner hat daran Schuld. Das ist halt einfach. Das passiert halt, wenn man Sport macht, dass man sich ab und zu mal verletzt. Oh, ich habe mich da so drauf gefreut, auf diese Hauptrolle. Und jetzt, 2 Wochen oder anderthalb Wochen vorher verletze ich mich. Geil. Aber gut. Ich meine, ich habe ja auch. Ich versuche das Positive zu sehen, weil anders geht's nicht. Ich habe ja auch, während ich für die Aufführung geübt habe, habe ich ja auch meine Technik verbessert. Ich habe mich gedehnt dafür. Ich habe, keine Ahnung, Musikalität habe ich mich bestimmt auch verbessert. Das hat auch einfach Spaß gemacht, bei den Proben oder während der Ballettstunde für die Aufführung zu üben. Und ich werde jetzt einfach mein Bestes geben, immerhin. Kann ich ja noch Schauspielern, das gehört ja beim Ballett auch dazu. Bei uns ist es ja eh so ein bisschen moderner, mehr so in die Richtung Musical. Also ein bisschen mehr mit Schauspielen und auch reden. Das kann ich ganz gut, mache ich ganz gerne. Also, ja, werde ich mich jetzt darauf ein bisschen konzentrieren und versuche nicht ganz so mich runterziehen zu lassen davon. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich für die zweite Aufführung wieder fit bin. Und bei der Aufführung sind ja auch so viele andere tolle Tänzer, die wirklich gut tanzen können. Also ich denke, für die Zuschauer wird es trotzdem schön sein. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Tanzen. Vielleicht sehen wir uns ja bei der Aufführung, vielleicht auch nicht. Ich werde jetzt weiter nichts tun, um meinen Fuß auszuruhen. Ciao.